Überhand und wir sind unseres eigenen Glückes Schmied, heißt er so schön. So. Jetzt hoffe ich, wir können... Ah, wir können wieder aufstellen, das ist perfekt. Müssten wir nicht eigentlich im Winter sein? Oder habe ich da jetzt irgendwas verpennt? Ja, in Polen, da gibt es keinen Winter. Es ist hier schon wieder, das ist ja wieder dieser gleiche, weil jetzt stehen wir nur auf der anderen Seite, ne? Jetzt ist das Dorf da... Da hinten ist es jetzt. Ja, jetzt sind wir auf der anderen Seite. Ich möchte eigentlich das mit dem Wald nicht mehr. Jetzt die Ding. Ah, jetzt hat einsetzbare Verteidigungen. Genau, das wollte ich nämlich zu Anfang haben. Warum habe ich das jetzt auf einmal? Weil ich angegriffen werde oder weil ich in der Minderheit bin? Nee, das kann ja gar nicht sein. Da, jetzt kann ich auch für die Artillerie so eine schicke... Sowas hier, ja. Das schränkt halt den Schussbereich ein. Deswegen mag ich das eigentlich nicht so. Deswegen habe ich da lieber mal den Generalstab dahinter, ja. Dass er dann wieder schön von den irgendwelchen gegnerischen Kanonen umgeholzt wird. Das ist dann immer ganz nett. So, meine Linieninfanterie, die ziehe ich jetzt... F2er rein, wären sie dann zu breit. So, meine beiden Linieninfanterie-Einheiten. Links und rechts der Kanonen. Die Kavallerie ist noch nicht so ganz wieder regeneriert. Meine Pikeniere. Jetzt macht mir die Musik wieder einen Strich durch die Rechnung, indem die so extrem laut ist. Die Pikeniere, die muss ich eigentlich eher so hier halten. Ja, genau so. Und die Milizen, die formiere ich dann gleich mal hier am Rand. Dann mache ich die so breit wie möglich, weil die sind nicht so feuerstark. Da schaue ich, dass ich bei denen Zweier rein zusammen... Perfekt. Schützengräben bitte für euch. Für euch auch Schützengräben. Ja, das läuft ja prima. Genau so muss es nämlich aussehen. Und ihr bekommt... Ne, ihr braucht eigentlich keine Schützengräben, weil ihr könnt ja nicht ballern. Ja, ihr kriegt einfach zusätzlich noch so... Genau. Und ihr da hinten, ihr kriegt... Ah, ne, warte, das ist der Generalstab. Generalstab, das ist die normale Kavallerie. Die will ich da hinter die hocken. Hinter die Miliz, dass die ein bisschen verstärkt sind. Und die verstecken wir jetzt mal geschickt hinter meiner Linieninfanterie hier, damit die nicht ganz so schnell von irgendwelchen feindlichen Kanonen umgepustet werden. Wobei ich glaube, der Feind hat keine. Nee, der hat keine Kanonen. Und irgendwie ist das Kräfteverhältnis hier gerade ein ganz anderes, als es vorher in der Schlachtübersicht angezeigt wurde. Da hatte ich nämlich, da war ich nämlich schwächer angezeigt. Okay. Ja, also das ist ja wohl ein schlechter Witz. Aber gut, ich meine, immerhin wehren sie sich, ja, als bevor sie unter den gegebenen Bedingungen eben kapitulieren müssen. Rathaus. Was ist denn das? Hier ist auch ein Rathaus. Ist das zwei Rathäuser? Na gut. Ihr feuert schon ordentlich. Also diese Schützen... Also unter Gräben verstehe ich eigentlich ein bisschen was anderes. Das hier sind für mich aufgespannte Planen. Ja, okay. Lass mal das. Es soll einfach nur seinen Zweck erfüllen, dass es Deckung gibt. Und schauen wir denen einfach mal ein bisschen beim Marschieren zu. Es wird jetzt nicht ganz so spannend, weil wir in dem Gefecht, also laut Machtverhältnis, hier ja eindeutig überwiegen. Dann würde ich sagen, schauen wir einfach mal so als die Kamera hinter der Armee zu, wie die hier so auf uns zumarschieren und dann gnadenlos halt vernichtet werden. Und da, ja, die Kanonen, die schießen ja wieder sonst wohin. Also ich muss sagen, ich bin wirklich beeindruckt. Ich war von den Polen als Volk eigentlich schon immer beeindruckt, weil es einfach wirklich sehr kämpferisches und aufständisches Volk ist. Also die lassen sich nicht so leicht unterkriegen. Und das sieht man hier, das haben sie auch in dem Spiel wirklich gut rausgebracht. Also ihr seht, die lassen nicht andere Nationen, ja Gott, die lassen ihre Hauptstadt belagern, wie zum Beispiel Frankreich, ja. Das, ja so, Paris, ne, unsere Hauptstadt, ach. Nach 5 Runden ist ja dann Kapitulation, also kommt drauf an, wie stark die Stadt besetzt ist. Also Paris ist ja Hauptstadt, von daher sehr stark besetzt, dauert 5 Runden, bis sie kapitulieren. Die lassen das wirklich auslaufen. Das glaubt man teilweise gar nicht. Und das ist was mich ein bisschen, ja, also da sind die Polen wirklich schon um einiges besser und die schießen irgendwie die ganze Zeit nur gegen die Anhöhe da. Deswegen fliegen auch die Kanonenkugeln irgendwo ins Nirvana. Ah, jetzt sind sie schon in die Reichweite meiner Leute gekommen.
Ah ja, die ersten flüchten schon. Ja, okay, das waren ja leider nicht viele. Den General haben sie ja auch nicht mehr. Ach ja, und das mit den Landessprachen, habe ich das eigentlich auch schon erwähnt, dass das hier wirklich geil ist, dass sie die Original-Landessprachen haben, auch mit den Akzenten. Also die Sachsen, ich weiß nicht, ob man das im vorherigen Gefecht mitbekommen hat, so ein bisschen, die Sachsen, die haben wirklich so sächsisch geredet. Und die hier, die, ja, okay, also die reden halt Hochdeutsch, ne, okay, das, ich meine, was anderes habe ich eigentlich auch nicht erwartet. Gut, jetzt sind alle wieder auf der Flucht. Dann hört immer auf zu ballern. Ich fahre immer noch gerne fort. Ja, genau. Angriff! Also nur so zur Anmerkung, ich spiele auch andere Strategiespiele relativ gerne. Wie zum Beispiel, also Age of Empires ist eines meiner Lieblingsstrategie-Games, ne, weil da auch eben der Aufbauaspekt in Echtzeit ist. Also nicht wie hier, dass das dann in der Weltkarte ist und... Oh, da kommen sie ja gerade angeritten. Und halt Aufbau und Angriff in Echtzeit, aber ich meine, da kommt man natürlich nicht an diese Schlachtengrafik hier hin, ne? Also das ist was ganz anderes. Das ist eine andere Hausnummer. Also Age of Empires, egal welchen Teil, ich spiele alle... Viertes? Ne, Viertes gibt's nicht, ich spiele alle drei plus Add-ons. Oh, der General, der stochert gleich da kräftig mit. Ja, erstmal einen Satz zu Ende führen, ich weiß. Also ich spiele jeden Teil gerne. Von Age of Empires. Sei es jetzt 1, sei es 2, sei es 3. Okay, die haben alle teilweise natürlich ein bisschen Macken. Ah, hier geht's auch heiß her. Aber gut, ich meine, darüber kann man hinwegsehen. Gut, also ich würde mal sagen, die Schlacht, die war jetzt nicht allzu schwer. Ihr habt leider nicht allzu viel Spannung zu sehen bekommen. Also ich würde sagen, so vom Adäquat her war meine erste Schlacht wirklich die spannendste, wo es von Anfang an so ausgesehen hat, dass ich verliere. Wo es gleich mal mein General schön zerfetzt hat. Und das Geilste war der epische Schluss. Also ich habe es mir im Nachhinein nochmal so angeschaut. Also dieser epische Schluss da, wo dann dieser eine Pikenier dann noch sein Schwert zieht und alle auf ihn zustimmen und dann ausgerechnet mein Trommler ihn halt als Erster erwischt. Richtig geil. Ja, da musste ich dann wirklich danach auch schmunzeln. Also ich habe übrigens auch versucht, so ein Let's Play Together zusammen mit meiner Freundin zu machen von Age of Empires 3, aber das haben wir dann gelassen, weil wir hatten einfach nicht mehr die Zeit, das dann weiterzuführen und da so ein richtiges Projekt draus zu machen. Das ist jetzt auch übrigens mein erstes Let's Play, das ich als Standalone-Part mache, also wirklich komplett alleine. Ansonsten bin ich ja eigentlich nur Let's Play-Partner. Ich spiele auch auf dem Partner-Channel, also mein Partner-Channel ist ja, also mein Channel heißt ja The Most Wanted X12. Mein Nick ist ja eigentlich Max oder Maxiboy oder Maximilian oder es gibt viele Bezeichnungen. Und bin eben Partner-Account von StevieBoy584, der mich eigentlich erst drauf gebracht hat auf das Let's Play und mit dem ich eben auch viele Let's Plays together gemacht habe. Zu was? Da komme ich jetzt dazu, sobald die Schlacht hier mal gelaufen ist. Jetzt. Ja, hier könnte es jetzt ungünstig von der anderen Seite des Schlachtfelds hierher eilen. Da läuft eh nur noch einer mit der Polenflagge rum, ne? Ah, aber er ist wehrhaft. Er ist standhaft und keinen interessiert's. Der wird einfach überritten. Ja. Ja. Würden wir zu Spiele wie Timesplitters oder so spielen, dann kommt wieder so ein Kommentar von irgendwann tust du aus dem Hintergrund, oh, das muss doch wehtun! Oder so, wenn du mehrere Gegner auf einmal über den Haufen ballerst, Schlachtplatte! Ja, kannst auch übertreiben, ich hab dann die Kommentator-Tussi immer ausgeschaltet, was mich genervt hat. Also, falls Timesplitters einer von euch kennt, ein ziemlich lustiges und eins der Mitbegründer des Koop-Erlebnisses, also des gemeinschaftlichen Kampagnenspiels. Also da konnte man ja die Kampagne zu zweit spielen. Also ich hatte nur Timesplitters 2 und 3 eben. Und man konnte eben die Kampagne auch im Koop-Modus spielen. Leider gab es das nur für PlayStation 2. Deswegen ich mir damals einen zweiten Controller zugelegt habe und dann immer mit ein paar Kumpels das gezockt habe bei mir. Aber es war schon immer ganz nett und die Story richtig gut aufgebaut. Also ich muss schon sagen, vom 2er sehr geil, vom 3er noch geiler. Und ja, also irgendwie
PS zocke ich jetzt eigentlich fast gar nicht mehr. Seit ich eben so einen guten PC habe. Ja gut, euch lassen wir jetzt davon kommen. Ja, ja, ja genau, kurz vor der roten Linie habt ihr die noch abstechen müssen. Gut. Jetzt haben wir gewonnen. Ne, da läuft immer noch einer rum. Das ist doch echt so armselig, hä? Ja, jetzt schauen wir mal, ob wir ihn noch erwischen. Aber ich glaube, er ist schon... Naja, er hat noch ein bisschen. Also wie gesagt, Timesplitters 2, Timesplitters 3, wirklich Spiele zu empfehlen für Shooter-Fans. Also wenn ihr euch gerne gegen irgendwelche Aliens durchballert, ist auch ein lustiges Spiel, ist auch witzig hinterlegt. So, das ist die einzige rote Einheit, die ich jetzt noch unten auf der Übersichtskarte sehe. Einer von 50. Ja, vielleicht kommst du jetzt doch wieder zu so einem epischen Ende. Er versucht es noch ganz schnell. Er sah die Feinde herannahen. Heldenhaft dreht er sich um und... versagt leider. Er ist für sein Vaterland gestorben. Schickt seiner Schlampe einen Blumenstrauß. So. Damit wären wir damit fertig. Und haben jetzt auch endgültig Danzig damit eingenommen. So, wir sind aber noch nicht fertig mit dem Zug. Genau, womit ich noch fertig machen will, also... Ich bin eben Partner-Let's Player von StevieBoy584, also wir haben zum Beispiel so Projekte, also falls ihr also schaut gerne mal auf seinen Kanal. Super Let's Player, also kann ich nur empfehlen, ja, also ich meine, sein neuestes Projekt, was er gerade hat, Let's Play Terraria im ersten Part gleich mal ersoffen. Ah, wirklich super Let's Play Start. Nee, Leute, also, nee, ohne Schmarrn, also er macht seine Arbeit wirklich gut. Da kann man nicht klagen. Und wie gesagt, wenn wir ein Let's Play Together immer machen, da ist der Spaß vorprogrammiert. Ich meine, könnt euch gerne...